Hallo zusammen, salve a tutti. Es ist Mittwochabend, wir haben den 20. März und ich bin sehr früh, es ist 17 Uhr. Das mache ich deshalb, weil ich muss ja den Film nicht nur machen, da muss er auch geschnitten werden und da muss ich ihn reinstellen und ich möchte es schon gern noch vor 19 Uhr machen, weil nachher kommt die Fett. Da wird es auch nochmal spannend. Und bevor ich jetzt zu den Kursen gehe, folgendes. Das Ding ist nach wie vor morgen. Das ist das, was ich mit dem Jörg Scherer mache und mein Job sind die Einzelwerte. Das ist um 17 Uhr. Ich stelle den Link auch nochmal drunter unter YouTube. Jetzt habe ich Folgendes gemacht. Aus heutiger Sicht, heute hier und jetzt, wenn ich das Ding jetzt machen würde, wären diese Aktien hier, die ich nenne, die wurden am meisten genannt, 10, 15 Mal, zwischen meiner Homepage, YouTube, Facebook, HSBC. Die werde ich morgen machen, wenn sich da nichts ändert. Zum Beispiel PayPal kam hinzu, die waren irgendwo hier hinten. Die Plätze mache ich also, das sind hier, was sind denn das? Das sind drei, das sind sieben. Den achten bis hier runter, die mache ich in einem Extra-Film auf YouTube am Wochenende, zuversichtlich am Sonntag. Und diese hier, die waren also deutlich weiter abgeschlagen. Darüber habe ich heute Morgen schon einen Film reingestellt auf YouTube. Könnt ihr mal gucken, dass ich wenigstens mal so fast 20 Werte habe, die sich gewünscht wurden. Es wurden sich, glaube ich, insgesamt 160 verschiedene Aktien gewählt. Dann noch eins. Ich bin jetzt 10 Tage hier, 8 Tage, und ich habe alle möglichen Schüler. Ich habe diesen Film gemacht vor, ich glaube, 4 Wochen. Das muss so 6, 7 Filme her sein über das Trading-Tagebuch. Das haben meine Schüler haben das dann geführt in der Zeit, in der ich weg war und mir dann gezeigt, dass ich jetzt zurückkam. Es ist so erstaunlich, was man da rausholen kann. Das ist enorm. Die für sich selbst und wenn ich dann nochmal drüber schaue, habe ich auch noch den einen oder anderen Kommentar zu machen, so von wegen Laufzeiten oder zu nah am Strike, lauter so Geschichten. Also überhebelt dadurch bedingend eine vergrößerte Nervosität. Schaut euch diesen Film an. Ja, das ist, der nutzt wirklich. So, jetzt gehen wir mal zu den Börsen. Ich finde, das ist die Überschrift vom Thumbnail, die Börsen werden nervös. Ihr wisst ja, ich arbeite sehr viel mit dem Trader Wingman. Und das will ich nur mal zeigen, was ich da jetzt heute für Signale habe. Fangen wir mal hier unten an. Das ist 7 Uhr, waren wir hier ab 9 Uhr. Ganz häufig, erstaunlich häufig, das Signal neues 52-Wochen-Hoch. Kam jetzt heute hier bei BASF bei 50,92, im Moment sind sie bei 51,73. Das war bei Münchner Rück, das war bei UniCredit. So Dinger sind normal, Stochastic, Long, Short, aber ja auch Airbus. Also ohne jetzt die Werte einzeln nehmen zu wollen, um euch die Zeit zu stehlen, es ist enorm. Ja. Manchmal kommen dann jetzt hier aber die sind halt häufiger, Stochastic, Long, Stochastic, Short, das passiert täglich. Ja. Aber diese 52-Wochen-Hochs, die sind relativ selten und das ist schon erstaunlich. Jetzt haben wir hier Pernod Ricard, Candlestick Hammer, das müsst ihr mir auch mal anschauen, ob das wirklich einer ist. Und dann gehe ich die halt durch. Vor allen Dingen, wenn ich dann solche Signale habe, also Talanx handelt jetzt nicht gerade, aber Airbus, Essilor, ja, das sind oder Münchner Rück, das sind dann Sachen, die gucke ich mir an. Oh, morgen schon ein 52-Wochen-Hoch, mal reingeschaut, ob das was ist oder nicht. Das sind die einen Signale. Auf der anderen Seite finde ich, dass die Börsen insgesamt nervöser werden. Das mache ich fest an solchen Sachen wie zum Beispiel hier Adobe. Ja, Adobe wird morgen auch tiefer analysiert. Sind wir bei 586 gewesen und 2 Tage später bei 485. Die Zahlen waren im Prinzip gar nicht so schlecht. Die haben wir nur gesagt, naja, der Ausflug ist jetzt nicht so toll, weil wir gehen davon aus, dass sich der Begriff KI, Sie haben nicht gesagt verwässert, aber der wird sich mehr verteilen. Das heißt, die Spitzen werden rausgenommen, sowas wie Nvidia oder Supermicro, die irgendwie damit in Zusammenhang gebracht werden. Und das wird sich halt schon mehr verwässern. Das wird sich, der Erfolg der KI wird sich verteilen. Und dadurch ist das nicht mehr auf einzelne Unternehmen gemacht. Finde ich absolut sinnvoll. Da sind wir hier beim Nasdaq. Gucken wir mal hier Kering heute. Ja, das sind 13% von gestern auf heute, hängt mit Gucci zusammen. Gucci hat nicht ganz so viel verdient. Tja, muss ich jetzt dann gleich 13% runter machen, aber sie haben dieses Gap hier auf den Punkt genau geschlossen. Finde ich hochinteressant, würde ich hier nicht mehr short gehen.
Dann nehmen wir mal sowas wie Siemens. Siemens. Gestern. Das ist der größte Tagesverlust von Siemens in, ich weiß nicht, wie Monaten, wenn nicht gar Jahren. Das war enorm. Und diese Siemens, diese 5% sind auch gleich 51 Punkte im DAX. Jetzt holen sich das heute wieder ein bisschen zurück. Ja. Grundsätzlich nach der Bewegung von 119 auf 190, ich runde leicht, haben die sich jede Pause verdient, aber muss diese Pause an einem Tag kommen? Das ist das, was ich mich frage und das ist das, was mir sagt, die Märkte werden nervöser. Chipotle habe ich jetzt hier gar keinen Chart für. Ja. Die machen eine 50 zu 1 Verwässerung, also ein Aktiensplit von 50 zu 1. Geht der Kurs gleich steil? Oder nehmen wir hier die allseits beliebten Super Micro. Die waren hoch bis 1230 vor wenigen Tagen. Jetzt sind sie hier bei 864, 862 momentan, weil sie eine Kapitalerhöhung bekannt geben. Was ich damit sagen will, ist, die Märkte werden sensibler. Das ist nicht mehr nur so eine Einbahnstraße und ja, kauf die Super Micro, morgen sind sie eh 10% höher oder die Nvidia oder wie sie alle heißen. Die Märkte werden sensibler. Ich finde es gut, ja, weil sie sind zu hoch. Zu hoch heißt einfach nur, die haben sich, das ist der Tageschart im DAX, die haben sich schlicht und ergreifend eine Pause verdient. Das ist zwar hier nice, so ein seitliches Abfedern, ja, aber die dürfen auch gerne mal runter auf die 20-Tage-Linie. Und dann bleiben wir gleich beim DAX. Fangen wir mal hier unten an. Ich habe kein Verkaufssignal über die Stochastik. Die waren drunter und haben sich dann wieder reingerettet. Also die, der DAX, hat sich wieder reingerettet. Vom MACD her bekomme ich über die traditionelle Sichtweise ein Verkaufssignal. Über die, jetzt muss ich es doch mal rausmachen, ja. Über die moderne Sichtweise ist es schon seit einigen Tagen eher als weich anzusehen. Was ich schwierig finde, ist, wir warten heute wieder ein neues Hoch, 18.044,49 während des Tages, wieder abverkauft. Im Moment sind wir ziemlich genau bei 18.000 um 17:09 Uhr. Wieder abverkauft. Nicht nennenswert, aber das Hoch wird nicht angenommen. So nach dem Motto hoch und dann gehen wir nochmal drüber. Ich habe nach wie vor den Eindruck, dass von 10 Händlern sind 8 schwach gestimmt. Einer ist neutral, einer ist long. Aber die, die schwach gestimmt sind, die werden nicht belohnt. Deswegen idealerweise, ich gehe mal jetzt hier auf den 4-Stunden-Chart, idealerweise müsste mal so ein Peak hier hochgeben. 18.080, 18.100, sowas in der Art, um die schwachen Hände, die Shorts hier rauszuholen. Weil momentan gehen viele Leute davon aus, na, wir sind zu hoch, das muss doch runter. Also, tatsächlich bin ich der Meinung, ich halte mich hier am Chart fest, 17.860, erst dann wird es negative mit einem Ziel hier unten irgendwo bei 17.600. Ah ja, ich tue mich nach wie vor schwer, hier im DAX was zu kaufen. Ich musste die Puts, die ich hatte, die musste ich zweimal drehen. Die habe ich einmal hier unten, da irgendwo hier, habe ich die mal, nee, die war, das war hier. Bei 18.900 habe ich die einmal zugemacht mit einem kleinen Gewinn, habe dann gewartet und habe sie aber auch wieder aufgemacht. Also ich habe die nach wie vor. Auf der anderen Seite habe ich allerdings so Positionen wie Lufthansa, stehe ich nach wie vor zu. So langsam schaufeln die sich frei. Ich habe nach wie vor BYD. Ich bin wieder frisch rein in PayPal. Aber das ist jetzt auch schon 2 Tage her. Solche Geschichten habe ich. Das heißt, wenn der Markt fällt, wird es mich momentan eher was kosten. Wenn er steigt, wäre ich positiv dabei. Aber ich stehe Gewehr bei Fuß und entweder erhöhe die Put-Position oder verkaufe die Long-Position. Ich finde nach wie vor, oder ich möchte nochmal darauf zurückkommen, ich meine, der Markt wird nervös. Und dazu hat auch jedes Recht. Auch vermeintlich gute Nachrichten werden eher, ja, also abverkauft, soll ich ehrlich sagen, werden eher mal ein bisschen bestraft, ein paar Prozent nach unten. Der Markt ist keine Einbahnstraße und ich bleibe sehr, sehr vorsichtig. Jetzt haben wir aus meiner Sicht jetzt in einer Stunde und 50 Minuten die Fed. Tja, was soll sie sagen? Ich halte mich eigentlich bei diesen Spekulationen meistens raus. Vom Markt wird wohl erwartet, dass sie im Juni Zinsen senken. Vor den Sommerferien? Ich weiß nicht. Ich glaube, der Jerome Powell, der freut sich auch schon auf den Jump. Kriegt er hier und da einen verbalen Einlauf. Deswegen, ich kann mir vorstellen, er hält es so lange wie möglich zurück. Aber im September kann ich mir vorstellen, spätestens dann wird er die Zinsen senken. Ob er es jetzt macht, weiß ich nicht. Aber letztendlich wartet der Markt darauf, dass
eine bessere Aussage kommt, zu wann da irgendwelche Zinsen wo wie gesenkt werden. Schauen wir mal. Ich wünsche euch einen Happy Trade. Ach so, warte mal, die Scheine. Warte mal, Die Scheine, wichtig. Die Calls haben sich zwar in der Basis verändert, aber null im Hebel. Bis auf die Nachkommastelle sind die gleich geblieben. Ich sehe keinen Grund, da irgendwas zu ändern. Den hier hatte ich ja geändert von 18.000, ich glaube es war 98 auf die 18.191, ist trotzdem hoher Hebel. Aber ich kann damit leben. Das finde ich in Ordnung. Andere ist auch gut. 38er Hebel mit 18.452. Die Puts, die ich habe, sind 18.370. Ich will auf jeden Fall welche haben als so eine Art, sagen wir mal, Crash Protection. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Happy Trading, fette Beute, bye bye.